Hallihallo, heute folgt Teil 2 aus dem Buch des Schweizer Naturheilpraktikers Christopher Vasey. Das Buch ist neu erschienen vor wenigen Wochen und es heißt Das Blutgeheimnis. Untertitel Entschlüsselung des Lebens. Und heute lesen wir Kapitel 2, Überschrift Was ist der Geist? Man findet heute vor allem zwei unterschiedliche Ansichten über den Geist. Für die einen ist der Geist etwas Immaterielles, das während unseres Erdenlebens unserem Körper innewohnt. Für die anderen ist er materiell und sitzt in unserem Gehirn. Wobei sitzen ist nicht der richtige Ausdruck, da bei dieser zweiten Annahme der Geist nicht als etwas vom Gehirn Verschiedenes angesehen wird, sondern als mit ihm identisch. Ist das Gehirn das Zentrum der Persönlichkeit? Diese Gleichsetzung zwischen Geist und Gehirn reicht bis in die Ausdrucksweise unserer Sprache hinein. Allgemein wird die Tätigkeit von Gehirn und Verstand als Geistesarbeit gewertet. So sagt man auch von großen Denkern, Wissenschaftlern oder Intellektuellen, dass sie Geistesschaffende sind und dass jemand geistreich ist, wenn er durch seine intelligente Ausdrucksweise seine Zuhörer beeindruckt. Die wissenschaftlichen Entdeckungen bei der Erforschung des Gehirns scheinen den Anhängern dieser zweiten Annahme recht zu geben. In der Tat haben Forscher entdeckt, dass das Gehirn in unterschiedliche Zonen eingeteilt ist und dass jede von ihnen für eine genau abgegrenzte Körperfunktion verantwortlich ist. Jeweils eine Gehirnzone für das Sehen, das Hören, für die Bewegung der Finger oder der Beine, für das Schreiben, das Lesen und so weiter. Messungen mit sehr verfeinerten Elektroenzephalogrammen, also EEGs, erlauben es, uns festzustellen, dass bei einer schreibenden Person die für die Sprache zuständige Gehirnzone in Tätigkeit tritt und nicht eine andere Zone des Gehirns. Darüber hinaus zeigten Experimente mit winzigen Elektroden, die man durch die Schädeldecke einführte, dass wenn man eine genau bestimmte Zone durch einen schwachen elektrischen Strom anregt, dann die dieser Zone entsprechende Aktivität ausgelöst wird. Zum Beispiel, dass die Versuchsperson zu sprechen anfing, wenn ihr Sprechzentrum angeregt wurde, oder dass sie den rechten Arm hob, wenn ihr Zentrum für die Bewegung des rechten Arms gereizt wurde. Welchen Beweis will man denn noch, sagen die Vertreter dieser Ansicht, um zu begreifen, dass alle Fähigkeiten des Menschen im Gehirn beheimatet sind? Und das umso mehr, als die Zerstörung einer dieser Zonen gleichzeitig die Zerstörung der entsprechenden Fähigkeit mit sich bringt. Wenn das Sprechzentrum zerstört wird, zum Beispiel bei einem Schlaganfall, verliert der Kranke die Fähigkeit zu sprechen. Obgleich die Zonen für den Ausdruck des Willens und der Persönlichkeit noch nicht entdeckt sind, behaupten bestimmte Wissenschaftler, dies sei nur eine Frage der Zeit. Und man werde dann endgültig die Hypothese vom Vorhandensein eines immateriellen, vom Körper unterschiedenen Geistes als falsch beweisen können. Diese Hoffnung kann sich indessen nicht erfüllen, und zwar aus verschiedenen Gründen, die wir im Folgenden behandeln werden. Aber auch aus einem Grunde, den die Wissenschaft selbst entdeckt hat. Sir John Eccles, der für seine Arbeiten über die Erforschung des Gehirns den Nobelpreis für Medizin erhielt, schreibt in seinem Buch »Das Ich und das Gehirn« Folgendes. Das Gehirn, das eine aus Neuronen zusammengesetzte Maschine ist, ist absolut nicht imstande, alle notwendigen Integrationen durchzuführen. Dafür bedarf es eines aktiven und unabhängigen Geistes, des wahrhaften Zentrums unserer Persönlichkeit. Zitat Ende. Mit anderen Worten, das Gehirn ist aufgrund seiner Beschaffenheit nicht fähig, das Zentrum der Persönlichkeit, also der Geist zu sein. Seine Funktionsmöglichkeiten lassen das nicht zu.
Das Gehirn ist nur eine Maschine. Gewiss eine sehr perfekte Maschine, die im Dienste eines höheren und vom Gehirn unabhängigen Prinzips steht. Des Geistes als dem wirklichen Zentrum unserer Persönlichkeit. Um die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der Fähigkeiten des Gehirns zu verstehen, kann man sie mit denen eines Computers vergleichen, da die Tätigkeiten des Gehirns und eines Computers ähnlich sind. Letzterer kann absolut nichts tun, solange man ihn nicht mit Angaben, das heißt Arbeitsinformationen, beliefert. In der Informatik sagt man dazu, den Computer füttern oder eine Datenbank einrichten. Aber das genügt noch nicht. Der Computer muss auch darüber instruiert werden, wie diese Informationen zu behandeln sind. Schließlich ist er nur eine Maschine. Er kann nicht allein denken. Man muss ihm zeigen, wie er vorzugehen hat, indem man ihn programmiert. Nur dann kann der Computer seine Arbeit ausführen, die darin besteht, die Informationen entsprechend zu sortieren, zu klassifizieren, sie zusammenzuzählen, abzuziehen, Durchschnittswerte zu berechnen und so weiter. Die Arbeit, die er ausführt, wird auf diskursive Art durchgeführt, das heißt, indem er Schritt für Schritt weitergeht und eine Information aus der vorherigen folgert, um eine neue zu erhalten. Diese kann dann wiederum in die Datenbank eingegeben werden. Die Antworten, die der Computer auf unsere Fragen geben kann, erstellt er stets aus den Angaben, die ihm geliefert worden sind. Was er uns bringen kann, hängt also immer von dem ab, womit wir ihn gefüttert haben, sodass immer und zwangsläufig eine Gleichartigkeit besteht zwischen den Informationen, die wir ihm liefern, und denen, die er uns liefern kann. Ein Computer kann nicht etwas völlig Neues, Andersartiges hervorbringen. Er hat keine erfinderischen Fähigkeiten, sondern kann nur Bekanntes miteinander kombinieren. Für unser Gehirn gilt das Gleiche. Erst nach und nach, also im Laufe von Erfahrungen des täglichen Lebens und durch den Schulunterricht, erreichen es Informationen, aus denen seine Datenbank entsteht. Die Fähigkeit, diese Daten auszuwerten, die Programmierung, erwirbt sich das Gehirn durch Erziehung und Erfahrung. Ein Computer ist fähig, beeindruckende Leistungen zu erbringen. Aber trotz allem gibt es bestimmte Dinge, die er nicht tun kann. Er kann seine Arbeit nicht lieben. Er kann sich nicht für ein Ideal stark machen. Er hat kein Verantwortungsbewusstsein. Er kann niemals seine Aktivität mit dem Schönheitssinn abstimmen, mit dem Gerechtigkeitssinn oder auch mit den ethischen Werten, die wir besitzen, wie zum Beispiel dem Sinn für das Gute und das Schlechte. Ebenso wenig kann er sich begeistern lassen oder plötzlich eine Intuition haben, auf welche Art ein Problem zu lösen wäre. Er kann auch nicht ungeduldig werden, sich über die verlangte Arbeit ärgern, sich weigern, sie zu erledigen und so weiter. Das alles ist ihm ganz und gar unmöglich. Liebe, Hass, Geduld, Sinn für das Gute und Schöne sind keine Eigenschaften, die eine Maschine besitzen kann. Aber es sind die besonderen Eigenarten des menschlichen Wesens, genauer ausgedrückt des menschlichen Geistes. Das Gehirn, das mit dem Computer vergleichbare Fähigkeiten hat, ist also genauso wenig in der Lage, das Schöne, das Gute, das Rechte zu empfinden. Diese Fähigkeiten besitzt der Geist. Man liebt mit seinem Herzen. Man ärgert sich, ist bewegt, empört sich mit seinem ganzen Wesen und nicht mit dem Gehirn. Wenn das Gehirn und der Geist zwei ganz verschiedene Dinge sind und wenn das Gehirn nur das Werkzeug des Geistes ist, müsste es also möglich sein, Tatsachen und Verhältnisse zu finden, die diese Realität bestätigen.
Zum Beispiel Situationen, in denen das Werkzeug, also das Gehirn, nach seiner eigenen Logik funktioniert, aber durch seinen Benutzer, den Geist, daran gehindert wird. Oder erst recht in Situationen, in denen der Benutzer, also der Geist, etwas ohne die Beteiligung seines Werkzeugs, also des Gehirns, erlebt. Genauso wie der Benutzer eines Computers ein eigenes Leben unabhängig von diesem weiterführen kann, wenn er seinen Arbeitsplatz verlässt. Eines der Ergebnisse, die im Verlaufe der oben erwähnten Experimente, bei denen durch Mikroelektroden Reize ausgeübt wurden, allerdings aus einem gewissen Abstand heraus und ohne Wissen der Versuchspersonen, gewonnen werden konnten, ist folgendes. Der Forscher kann eine bestimmte Reaktion bezüglich einzelner Versuchsthemen erhalten, indem er eine genau definierte Gehirnzone stimuliert. Er kann zum Beispiel die Versuchsperson dazu bringen, ein Bein zu heben, eine lustige Geschichte zu erzählen. Er kann sie weinen lassen, sie furchtsam oder im Gegenteil aggressiv machen, entsprechend der von ihm gereizten Zone. Nun geschah eines Tages im Verlaufe dieser Forschung etwas ganz und gar Überraschendes. Einer der Freiwilligen, der in der entsprechenden Zone stimuliert worden war, wurde dem Forscher gegenüber aggressiv und drohend. Er ballte seine Fäuste und rief: "Zum Glück will ich Ihnen nichts Böses tun, Herr Doktor, sonst..." Die Versuchsperson wurde dazu getrieben, heftig zu werden, aber sie hielt sich zurück. Die elektrische Entladung löste eine aggressive Reaktion aus, indem sie auf das Gehirn einwirkte, aber bei dem Freiwilligen gab es noch etwas anderes, das diese aggressive Wirkung beherrschen und das Gehirn kontrollieren konnte. Das Gehirn wurde einer übergeordneten Instanz unterworfen, dem Geist, der selbst nicht durch die elektrische Entladung beeinflusst werden konnte. Einen weiteren Beitrag dafür, dass der Geist etwas vom Gehirn völlig Verschiedenes ist und nicht von dem betroffen wird, was dem auch geschieht, findet man bei der Zerstörung einzelner Gehirnzonen, die nach allgemeiner Annahme auch die Vernichtung der ihnen zugeschriebenen Fähigkeiten mit sich bringen müsste. Berichte zitieren den Fall eines Mannes, der eine totale Ablation, also eine Abtrennung der linken Gehirnhälfte erlitt. Durch das Verschwinden des entsprechenden Zentrums verlor er völlig die Sprache. Trotzdem konnte er entgegen allen Erwartungen 8 Monate später wieder normal sprechen. Zunächst einmal muss man sich fragen, wie die Fähigkeit zu sprechen wiedererlangt werden konnte, wenn doch der für das Sprechen zuständige Gehirnteil zerstört wurde. Außerdem ist die Frage zu beantworten, von welchem Zeitpunkt an die Sprachfähigkeit wiederhergestellt worden ist, nachdem die im Sprachzentrum gespeicherten Daten verschwunden waren. Falls der Geist und das Gehirn ein und dasselbe sind, gibt es auf diese Fragen keine befriedigenden Antworten. Die Zerstörung des Sprachzentrums müsste das Wiedererlangen der Sprache unmöglich machen. Wenn die Wiederherstellung des Sprechvermögens nicht durch Informationsübertragung von einem Gehirnzentrum zum anderen geschehen konnte, wie sonst hat sie stattgefunden? Sofern man diese Fragen in einem anderen Licht betrachtet und das Gehirn als ein Werkzeug des Geistes ansieht, wird alles klar. Das Sprachzentrum im Gehirn ist nur ein Platz, wo die Sprachinformationen gespeichert werden, aber nicht die wirkliche Sprachfähigkeit, die selbst im Geiste liegt. Nicht das Werkzeug, das Gehirn, denkt und spricht, sondern der Benutzer, der Geist, durch sein Werkzeug. Und sein Werkzeug ist in dem Fall das Gehirn und die Sprechorgane. Die Vernichtung von Informationen in einem Computer löscht nicht gleichzeitig die Kenntnisse des Benutzers aus. Dieser kann seinen Computer leicht aufs Neue füttern
und ihn dann programmieren. In unserem Falle kann der Geist in einem anderen, noch vorhandenen Gehirnteil ein Sprechzentrum bilden, da die Grunddaten bereits im Geiste bestanden. Es handelt sich weniger um ein Neuerlernen, als vielmehr um eine Übertragung von Informationen vom Geist auf das Gehirn. Wir wollen jetzt einige Beispiele erörtern, bei denen der Geist eine Erfahrung macht, ohne dass das Gehirn dabei beteiligt ist. Beginnen wir mit dem Bericht über ein Erlebnis, das eine Frau während eines Krankenhausaufenthalts hatte. Eine Erfahrung übrigens, die viel häufiger gemacht wird, als man glaubt. Marie Metrayer informierte in ihrem Buch La Poudre des Sourires wie folgt darüber. Wörtlich. Ich war im Krankenhaus von Sion wegen einer Krise meiner Zuckerkrankheit. Man hatte mich behandelt, es ging mir besser. Es war am Morgen. Ich erinnere mich nicht mehr an alle Einzelheiten. Was ich weiß, ist, dass ich völlig losgelöst im Zimmer herumspazierte. Ich fühlte eindeutig, dass ich schwebte. Ich war leicht. Plötzlich sah ich aus der Höhe eine alte Frau ausgestreckt auf einem Bett, die zu schlafen schien. Ich habe mich nicht sofort erkannt. Plötzlich gab es ein lautes Geräusch. Ich weiß nicht, woher es kam. Es war, als wenn es mich erschütterte, und jetzt wurde es mir bewusst, dass ich es war, die auf dem Betttuch lag, eingewickelt in meinen Morgenrock, der voller Flecken war. Ich habe mir überlegt, nun muss ich also in diese dicke, zusammengefallene Frau wieder hineingehen? Muss ich das unbedingt? Es war nur ein Gedanke, eine unausgesprochene Überlegung. Ich musste wieder hineingehen. Der Zeitpunkt, meinen Körper zu verlassen, war noch nicht gekommen. Ich habe mich sorgfältig hineingleiten lassen, als wenn ich eine Wolke oder Gas wäre oder auch Wasser, das durch die Poren der Haut in diese Person, die ich war, eindrang. Nach einem kurzen Augenblick habe ich die Augen geöffnet. Ich sah das Zimmer, die kranke Dame im Nebenbett. Ich lag auf dem Bett in meinem fleckigen Morgenrock und man fragt sich, wie ist dieser Ausflug vor sich gegangen? Wie habe ich meinen Körper verlassen? Zitat Ende. Ja, die Kranke fragt sich, wie sie sich von ihrem Körper entfernt hat. Wir könnten uns auch fragen, was es war, das ihren Körper verließ. Das war bestimmt nicht ihr Gehirn. Und trotzdem lebte diese Dame und fühlte. Sie sah ihren Körper auf dem Bett hingestreckt. Sie hörte einen Lärm, sie wurde durch ihn erschüttert, sie dachte, dass sie wieder eintreten musste und bewegte sich, um von Neuem in ihren Körper hineinzugleiten. Jemand, der an der Wahrhaftigkeit dieses Berichts oder seiner Erklärung zweifelt, wird einwenden, dass es sich letztendlich nur um eine Illusion handeln könne. Die Kranke habe den Eindruck gehabt, ihren Körper zu verlassen. Sie habe jedoch geträumt und wäre immer in ihrem Körper verblieben. Es habe sich alles nur in ihrem Kopf abgespielt. Dann wäre es wahr, dass sie diese Situation mit ihrem Gehirn erlebt hätte, was ein Elektroenzephalogramm hätte offenlegen können. Darum ist es interessant, sich einem anderen Beispiel zuzuwenden, in dem ein Elektroenzephalogramm angefertigt wurde, das nichts aufzeigte, obgleich die fragliche Person eine Situation erlebte, die für sie vollkommen und wirklich stark war. In der Medizin sind das leere Enzephalogramm und das Verstummen der Herztöne die notwendigen und ausreichenden Anzeichen, um eine Person für abgeschieden, das heißt für klinisch tot, zu erklären. Solche Untersuchungen werden beispielsweise bei Verunglückten durchgeführt, um zu entscheiden, ob eventuelle Wiederbelebungsversuche erfolgreich sein können oder nicht. Wenn diese Untersuchungen zeigen, dass der Verunglückte nicht mehr am Leben ist, wird niemand mehr davon ausgehen, dass er etwas sehen oder fühlen kann oder dass er sich bewegen kann, wenn er tot ist, da er eben tot ist. Und dennoch gibt es die erschütternden Erlebnisse, die Tausende von Menschen gemacht haben und über die Dr. Raymond Moody,
ein amerikanischer Arzt, berichtet. In seinen Büchern spricht er von zahlreichen Fällen kranker oder verunglückter Personen, die ihm erzählt haben, was sie erlebten, während sie für tot gehalten wurden. Das heißt, während des, je nach dem einzelnen Falle, kürzeren oder längeren Zeitraums zwischen dem Augenblick, wo ihr Herz zu schlagen und das Gehirn zu funktionieren aufhörte, und dem Moment, wo die Reanimationsbemühungen von Erfolg gekrönt waren. Die Berichte sind glaubhaft. Sie wurden von zahlreichen Personen erzählt und erlebt, die einander nicht kannten und keinen Kontakt untereinander hatten und die zu verschiedenen sozialen und kulturellen Kreisen gehörten und sowohl verschiedenen Alters als auch verschiedenen Geschlechts waren. Ebenfalls auffallend ist, dass alle diese Menschen in ähnlicher Weise von der Art ihres Lebens gleich nach dem Tode berichten, was darauf schließen lässt, dass auch hier genaue Naturgesetze den Ablauf der Geschehnisse bestimmen. Aber was am auffallendsten ist und worauf wir zurückkommen wollen, ist die Tatsache, dass, während diese Leute die Erlebnisse hatten, über die sie später berichteten, das Elektroenzephalogramm leer blieb. Ihr Gehirn nahm an dem Erlebten also gar nicht teil. Für die Leute, die glauben möchten, dass das Gehirn trotz allem in irgendeiner Art und Weise mit dem Geschehen verbunden und daran beteiligt sein müsste, wollen wir noch ein anderes Beispiel anführen, bei dem das Erlebnis des Geistes nicht durch das Gehirn, das die Person zur Zeit des Erlebens benutzte, wieder überliefert wurde, sondern mittels eines anderen Gehirns, über das sie in dem Augenblick verfügte, als sie von ihrem Erleben berichtete. In allen Teilen der Welt, bei jeder Rasse, jedem Volk, jedem Stamm oder innerhalb jeden kulturellen Milieus gibt es Fälle von Kindern, die von Dingen berichten, die sie behaupten, erlebt zu haben, die aber in ihrem jetzigen Leben definitiv nicht stattfanden. Diese Berichte werden in wachem Zustand erzählt und zur großen Überraschung ihrer Eltern betrachten die Kinder dieses jeweilige Geschehen als vollkommen real. Hier ein typischer Bericht. Eine Jugendliche namens Maria, die in einer Stadt in Illinois in den Vereinigten Staaten lebte, starb im Alter von 15 Jahren. Ihre Mutter, die daraufhin in den Bundesstaat Dakota umzog, brachte 3 Jahre später ein kleines Mädchen zur Welt, dem sie den Namen Nellie gab. Nellie aber bestand darauf, dass man sie Maria nennen solle und behauptete, das sei ihr richtiger Name, den ihre Eltern früher ihr gegeben hätten. Im Verlauf einer Reise, die sie zum ersten Mal zu dem Ort in Illinois führte, erkannte sie sofort das Haus, in dem die Familie früher wohnte, aber auch verschiedene Personen, die sie in diesem Leben ebenfalls noch niemals vorher getroffen hatte. Nellie gab eine genaue Beschreibung der Schule der Stadt und äußerte den Wunsch, zurückzukehren, um sie zu besuchen. Dort begab sie sich ohne Zögern in den Klassenraum und bezeichnete die Bank, in der früher Maria gesessen hatte. Solche Berichte könnten als Erfindung bezeichnet werden, wenn die erwähnten Tatsachen und besonders die Genauigkeit der von den Kindern angegebenen Einzelheiten nicht in der Realität und in Gegenwart der Eltern und einstigen Nachbarn des Kindes an Ort und Stelle nachgeprüft werden könnten. Dieser Aufgabe der Überprüfung hat sich der Forscher Ian Stevenson gewidmet, einer sehr strengen und systematischen Überprüfung von mehr als 1700 Fällen, die ihn zu dem Schluss führten, dass die überprüften Berichte glaubwürdig sind und dass es sich wirklich um Erlebnisse handelt, die die Personen in einem früheren Leben gehabt haben. Die Schwierigkeit, die manche Leute damit haben, diese Folgerung zu akzeptieren, kommt daher, dass man allgemein annimmt, die Erinnerung an die Geschehnisse sei einzig und allein im Gehirn gespeichert.
So wäre, um bei unserem Beispiel zu bleiben, beim Tode von Maria alles, was ihr Gehirn aufgezeichnet hatte, gleichzeitig mit ihm beim Zerfall des Körpers zerstört worden. Nun, Nerlé war in der Lage, über die vergangenen Ereignisse zu berichten, obgleich ihr Gehirn nicht daran teilgenommen hatte und sie folglich auch nicht hatte aufzeichnen können. Die Erinnerungen waren also nicht im Gehirn Marias gespeichert worden, sondern in etwas, das das Gehirn Marias überlebte und das man in Nerlé wiederfinden konnte. Dieses Etwas ist nicht körperlich, sondern anderer Art. Es ist der Geist. Und die nächste Frage, der wir uns zuwenden, ist: Was ist der Geist? Die wenigen hier aufgeführten Beispiele haben gezeigt, dass der Geist und das Gehirn zwei ganz deutlich voneinander zu unterscheidende Dinge sind und dass, wenn das Gehirn unbestritten materiellen Ursprungs ist, der Geist selbst von einer anderen, von immaterieller Art sein muss. Was aber der Geist wirklich ist, das bleibt noch herauszufinden. Dafür wollen wir jetzt die Definition des Geistes heranziehen, die das von Abdruschin verfasste Werk Im Lichte der Wahrheit, Gralsbotschaft, gibt. Ein Werk, das die Grundlage für alle Erklärungen, die in dem vorliegenden Buch gegeben werden, ist. In der Gralsbotschaft also wird über den Geist als dem einzig wirklich Lebendigen im Menschen Folgendes gesagt: Geist ist nicht Witz und nicht Verstand. Geist ist auch nicht erlerntes Wissen. Mit Irrtum nennt man deshalb einen Menschen geistreich, wenn er viel studierte, las, beobachtete und sich darüber gut zu unterhalten weiß. Oder wenn er durch gute Einfälle und Verstandeswitz brilliert. Geist ist etwas ganz anderes. Er ist eine selbstständige Beschaffenheit, aus der Welt seiner Gleichart kommend, die anders ist als der Teil, dem die Erde und damit der Körper angehört. Die geistige Welt liegt höher. Sie bildet den oberen und leichtesten Teil der Schöpfung. Dieser geistige Teil im Menschen trägt durch seine Beschaffenheit die Aufgabe in sich, nach dem Geistigen zurückzukehren, sobald sich alle stofflichen Umhüllungen von ihm gelöst haben. Der Drang dazu wird frei bei einem ganz bestimmten Grad der Reife und führt ihn dann empor zu seiner Gleichart, durch deren Kraft der Anziehung gehoben. Geist hat mit irdischem Verstande nichts zu tun, nur mit der Eigenschaft, die man als das Gemüt bezeichnet. Geistreich ist also gleichbedeutend mit gemütvoll, aber nicht verstandesvoll. Zitat Ende. Diese Definition gibt sich nicht damit zufrieden, dass der Geist nicht der Körper und infolgedessen das Gehirn ist, sondern sie bestimmt genau den Ursprung dieser beiden Elemente. Der Geist kommt aus der geistigen Ebene, dem Paradies, der Körper aus der irdischen Ebene. Diese Definition steht also in völliger Übereinstimmung mit der Lehre Christi. Wenn Christus zum Beispiel sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, bedeutet das nicht auch, dass wenn der Geist nicht schwach wie das Fleisch ist, er von anderer Art als dieses sein muss? Mit anderen Worten, dass der Geist nicht vom Fleisch ist, also nicht ein Teil des Körpers und erst recht nicht des Gehirns sein kann. Der Geist ist vom Paradies ausgegangen und kann dahin zurückkehren nach einem Entwicklungsweg, der ihn unter anderem dazu führt, sich in einem fleischlichen Körper zu inkarnieren. Unter anderem, denn zwischen der geistigen Ebene und dem Erdenplan bestehen andere Ebenen unterschiedlicher Art, auf die Christus hinwies, als er von den vielen Wohnungen, also Ebenen, in seines Vaters Haus der Schöpfung sprach. Wenn der Geist diese verschiedenen Ebenen durchschreitet
um sich auf der Erde zu inkarnieren, legt er nacheinander die Umhüllungen oder Körper an, die zu den jeweiligen Ebenen gehören. Die letzte Hülle, die er umlegt, ist der irdische Körper, den wir kennen. Die bekannteste dieser zarten Umhüllungen ist der Astralkörper, wohl deswegen, weil er von seiner Art her unserem irdischen Körper am nächsten verwandt ist. Die Notwendigkeit, sich zu inkarnieren, das heißt einzutreten in das Fleisch, Karne, eines Körpers von der gleichen Beschaffenheit wie die Ebene, in die der Geist eindringt, erklärt sich logisch. Der Geist benötigt diesen Körper, um die in Frage kommende Ebene überhaupt erleben zu können. Er dient ihm als Werkzeug zum Sehen, Fühlen und um sich in ihr zu bewegen. Ohne den Körper hätte der Geist keine Verbindung mit der Ebene und könnte sich hier nicht betätigen. Der Unterschied der Art würde es nicht erlauben. Das Ziel der Inkarnierung, das Reifen des Geistes durch Erfahrungen im Erleben auf der Erde, könnte nicht erreicht werden. Der Geist spielt also keine nebensächliche Rolle. Er ist kein Zubehör, das zu unserer Verfügung steht. Der Geist, das sind wir. Der physische Körper, der Astralkörper und die zarten Körper sind nur Umhüllungen oder Werkzeuge für das wirkliche Ich, den Geist. Atrushin definiert es in der Gradelsbotschaft wie folgt. Der Geist ist alles, ist das Eigentliche. Also der Mensch. Trägt er mit anderen Hüllen auch die Erdenhülle, so heißt er Erdenmensch. Legt er die Erdenhülle ab, so ist er von den Erdenmenschen als Seele gedacht. Legt er auch die zarten Hüllen noch ab, so bleibt er der Geist ganz allein, der er schon immer war in seiner Art. Die verschiedenen Bezeichnungen richten sich also lediglich nach der Art der Hüllen, welche selbst nichts sein könnten ohne den Geist, der sie durchglüht. Zitat Ende. Demnach steht der irdische Körper des Menschen mit der Ebene der dichten Materie in Verwandtschaft. Doch sein Geist ist genauso wenig mit diesem Körper verwandt, wie er es mit dieser materiellen Ebene ist. Wie ist es dann möglich, dass der Geist sich hier inkarnieren, von diesem Körper Besitz ergreifen kann? Wie wird es ihm möglich, den Unterschied in der Beschaffenheit zu überbrücken? Die Brücke wird durch die verschiedenen Körper gebildet, mit denen der Geist sich während seines Herabkommens aus der geistigen Ebene bis zur Erde umhüllt. Aber wohlgemerkt, die verschiedenen Körper gehören den unterschiedlichen Ebenen an und sind von unterschiedlicher Beschaffenheit. Die Frage bleibt also offen, wie kann die Seele, das heißt der Geist, mit seinen verschiedenen Umhüllungen sich mit dem irdischen Körper verbinden? Die Antwort auf diese Frage erklärt die Gralsbotschaft, steht im Zusammenhang mit dem Blut. Und das dritte Kapitel, das heißt, wozu dient das Blut? Das lesen wir das nächste Mal.